Mauern sind noch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass wir den Refuse endlich mal Untergrund kriegen. Mit Fliegern können wir uns ja dann auseinandersetzen, wenn wir das Problemchen haben. Wobei ich darüber noch nicht so nachdenken möchte. Über das Problem mit fliegenden Kreaturen, die einfach über unseren Refuse reinfliegen. Und es regnet. Fällt mir gerade mal so auf. Das Bett kann noch weg. Und jetzt, da ich weiß, dass ich auch unter Sachen detaillieren kann, also Designation, obwohl ich warte einfach mal, bis sie das gemacht haben. Es sind ja drei Masons, die das können. Weil ich hoffe, dass ein Mason ab und zu mal Sachen herstellt, die wir genauso dringend brauchen, wie den Throne. Also ich habe einen Mason, der den Floor detailliert, also smoothed. Noch einen. Und ich müsste hier noch irgendwo einen Mason haben. Nö, oder? Übersehe ich den gerade. Ich habe hier einen Mason, der den Floor detailliert. Zwei Boner. Stone habe ich drei. Ich habe nur wirklich zwei Masons. Oder versteckt sich der dritte hier drin irgendwo? Pur, Hauler. Nö, ich habe tatsächlich nur zwei Masons. Ist aber auch halb so wild. Aber hier ist der Flur schon mal fertig, also könnte ich hier theoretisch hier schon mal einen Table hinstellen. So. Was macht jetzt der andere Mason? Der tut doch den Flur machen und der andere... Wo warst du jetzt nochmal? Du da. Ach, du isst was. Okay, ich glaube, ich nehme ihnen mal die Räume weg, sodass sie nur einen zum Machen haben. So, dass sie einen mal fertig kriegen, dass wir da draußen ein Bett machen und dass sie auch die anderen Sachen machen können. Also den Thron und so weiter. Okay, hier wird gerade das letzte Bett fertig gemacht. Wie sieht es hier unten aus? Hier sind alle Trees weg, also Designation, Channel. Wir hier alles weg, aber nicht alles, sondern... So. Und so. Und das gleiche machen wir nochmal in dieser Achse. Weil das sind da die Luftlöcher. Ich habe ja das letzte Mal schon herausgefunden, dass irgendwie kein Miasma aufkommt, wenn das Refuse auf einem zum äußeren gehörenden Ding
benachbart liegt, sozusagen. So. Genau. Gut, dann können die da channeln. Channeln und minern. Genau, da kommt schon mein erster Schmied und fängt an. Genau, Channeling. So. Gucken wir mal, wie das so aussieht. Das war nicht so der Plan. Designation X. So, bitte. Bitte erstmal hier die Löcher rein channeln. Wäre ich euch dankbar für. Und dann könnt ihr da unten minern. Ich will nämlich nichts wieder irgendwas riskieren. Genau, zu dritt arbeitet es sich noch schneller. Und da gerade nichts mehr gemacht wird an Holzarbeiten, geht das beim Carpenter? Nee, halt, das geht auch nur im Crafts Dwarfs Workshop, oder? Wood, genau, Wood Bowls. Und ich glaube, dazu wird auch Woodcrafting benötigt. Schauen wir mal kurz. Professions, Labor. Crafts. Genau, Woodcrafting. So. Gut, einer hat Durst, die anderen beiden sind noch am Schaffen. Sehr schön. Jetzt ist, glaube ich, nur noch einer gerade am Schaffen, ja. Und ja, das Projekt mit dem Refuse will ich jetzt auch so schnell wie möglich hinter mich bringen. Und ich sehe gerade, da sind mir wieder Bäume im Weg. Und die drei können mal weg. Oder ganz allgemein hier vorne mal im vorderen Bereich hier wieder ein paar Bäume fällen. Das war falsch. So, Bäume fällen. So. Gut, sind zwar nicht viele, aber sind ein paar. So. Miezekatze. Und eine Party mal wieder. So, die sind alle fleißig beim Üben. Der macht sogar Schussübungen. Sehr schön. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Militär. Ammunition. Ja, genau. Das können Sie alles zum Training und zum Dings benutzen. Ja, sehr schön.
Mittlerweile sind ja Holzbolzen ein bisschen effektiver als Bone Bolts, weil aus einem Bone kriegt man nur 5 Bone Bolts raus und aus einem Log kriegt man 25 Holzbolzen raus. Und an Holz kommt man doch ein bisschen leichter als an Knochen. Ah, da fällt mir gerade sowas auf ein. Dim, 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 dim. Kuh. Gekocht wird ja immer noch, genau. Und du kannst weder Cloth Socks noch Cloth Bags machen, weil du kein Cloth hast. Gut. Wie sieht der Raum aus? Ah, ist fast fertig. Ja, ist wirklich nicht mehr viel. Und dann kommt da eine Tür rein, sobald Türen gebaut wurden. Wie sieht's hier aus? Sieht okay aus. So, gehen wir schon mal den Mining-Befehl. Weil du hast ja noch den Channel-Befehl. Genau. Und eine menschliche Karawane ist eingetroffen. Sehr schön. Ich hätte gerne meinen Trader und ich hätte gerne meine Goods. Quarz werden ja zum Glück jetzt zurzeit keine mehr hergestellt. So. Da wird immer noch keine Kiste benutzt. Wahrscheinlich, weil wir gerade keine übrig haben. Wow, wir haben dafür aber ziemlich viele Statuen. Also Building. Statue. Und noch eine Statue und noch eine Statue und noch eine Statue. Und weil wir so gerade dabei sind. So. Und hier brauchen wir noch Statuen. So. Gut. So, hoffentlich können wir den Menschen das Fass verkaufen. Und hoffentlich sind die Elfen jetzt nicht grumpig auf uns. Was? Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Militär Alerts, Bunker anmachen. Squads. Move. A. Move. Hierhin. Und Pause beenden. Los. So, wo ist die Wild Force? Die sind da unten. Ein Goblin. Denk Cave Crocodile. Die haben ein Krokodil dabei. Okay, wir sind under Siege. Aber vom Feind bewegt sich nichts. Noch nicht. Es kommen nur die Menschen mit ihren Wachen an. Tatsache, der Feind bewegt sich nicht. Okay. Ich würde vorschlagen, sobald die
die vorbei sind. Die bewegen sich echt nicht. Weil die darauf warten, dass die Händler uns verlassen haben.